Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Heute spielen wir Steampunk Tower. Wie immer haben wir keine Idee, was das Spiel ist. Wir haben es noch nicht gespielt, also mit wir meine ich natürlich ich. Ja, One Tower Defense Game. Ja, das sagt ja schon alles. Drücken wir auf Play. Wir können nur Level 1 auswählen, dann machen wir das doch mal. So ein bisschen auf alt gemacht. Ja, Steampunk halt, ne? Willkommen zu Steampunk Power. Ich lese mir sowieso nichts durch, das kennt ihr ja schon. Click to open store. Alles klar, klicken wir mal. Eine Wasp, eine Ex, eine Claw und ein Thunder. Da können wir mal ein bisschen eben kurz lesen, was wofür gut ist, ne? The four kinds of cannons, okay. Effectly against Moth of Light Armor, okay. Effect against all land forces. Aha. Shoot with accolated disc saw. Effective against single target. Okay. Tesla. Protect attacks several enemies. Ja, ich denke mal, ist okay. So. Wir kaufen mal hier so eine, die da. Okay. Jetzt können wir die irgendwo. Achso, wir können die da hinsetzen. Okay, ja, dann klicken wir to battle. Interessant. Ah ja, der schießt jetzt einfach. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Ich muss das mal eben kurz hier, Entschuldigung, so. Da war so ein Zeichen im Bild, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. You can move the cannon around at any time. Direct cannon to here. Okay. Das ist wahrscheinlich, weil da die nächste Welle kommt. Okay, jawohl. Schön. Bei More Cannons. Für 7000 kriege ich noch so eine. Okay. Komm dahin und du kommst dahin. Dann kommen hier die nächste Welle. Oh, die kommt automatisch. Okay. Los, killt sie. Easy. Ihr macht das schon. Wir verteidigen den Steampunk Power. Steampunk Tower. Steampunk übrigens eine ganz gute Zeit. Ich mag alle Sachen daraus gerne. So die ganzen Zahnräder, die ganzen schicken Vergoldungen, hast du nicht gesehen. Also Steampunk echt eine gute Zeit. Habe ich glaube ich schon mal bei Minecraft erwähnt. Ja. Die Musik dazu ist auch richtig gut hinten im Hintergrund. Finde ich hervorragend. Komm hier rüber. So. Kommen die nächsten. Alles kein Problem. Ich denke mal, kaufen wir jetzt ein bisschen teureren Tower. Jetzt haben wir 8000. Da kriegen wir den hier. Und den setzen wir einfach mal hier oben hin. Na, komm her. Ah, oh, ja, komm her. Ja, so ist gut. Komm, du zuerst. Können wir den mal eben hier rüber. Den. Steam Soldier, okay. Armor Shoulders of the Enemy. Okay. Was auch immer. So, die kommen hoffentlich zuerst. Oh, ne, die kommen gleichzeitig. Oh, so viel Schaden macht er da nicht an den. Was? Each gun spends ammunition. When it runs out of ammunition, the gun starts reloading. Drag the gun to the center of the tower to increase. Okay. Der war gerade am Reloaden, oder? Keine Ahnung. Ja, ich hab gewonnen. Level 1 ist gut. Haha. Upgrades. Okay, was können wir denn hier machen? Da wollen wir mal gucken, was da Schickes gibt. Tower Upgrade. Improve of the Tower Steam Engine. Some money is saved to the less of the glow. Okay. Trash Bullet Charms. They have more Steam Bullets. Okay, ganze Zeug hier. Increase. Ich lese einfach nur das 10. Das unten darunter ist das Wichtigste. Hier. Plus 1000 at the beginning. Plus 10 Fire Range. Plus 5 Shells. Plus 10 Damage. Plus minus 10 Cost by the First Saw. Okay, wir machen. Plus 10 Damage hier, fertig. Haben wir noch einen Punkt? Oh, dann können wir noch was machen. Dann können wir noch Fire Range? Okay, so. Dann. So, Level 2, machen wir da mal. 3 Sterne haben wir im ersten Level gekriegt, sehr gut. Challenge Mode, naja, okay. Ja, wir haben 21.000, okay, damit können wir aber einiges anfangen, ne? Ja, wir wissen, dass wir für Tower haben. So, dann kaufen wir mal hier so einen Heavy Gun einfach. Die stellen wir dann mal schön hier irgendwo hin. Ist ja egal. Und dann kaufen wir noch so eine. Die hier. So, die stellen wir dann auf die andere Seite. So, und dann starten wir mal hier. Komm. Ich bin gespannt, was die Heavy Gun so kann. Oh ja. Oh ja. Oh ja.
ist natürlich besser, wenn da mehrere Leute kommen. Okay, dann tun wir jetzt hier noch so eine Maschine dazu kaufen. Und los, für die nächste Welle. Bam! Boah. Ist echt übel. Ja, los, schieß. Die scheinen ja hier mehr auszuhalten zu halten. Nein, sie schießen auf meinen Tower. Nicht gut. So, alles schön. Jawohl. Können wir updaten nochmal? Das können wir zwischendurch immer, ne? Ja, komm, wir kaufen mal hier so ein Ding. Ah, ich wollte gerade sagen, wie mache ich das, wenn ich mehr Kanonen habe? Aber die haben mitgedacht, die daten den Tower einfach ab. So, ich lasse sie unten frei, damit ich die Heavy Gun schön und her verschieben kann. Was ist denn? Monocle. Unnamed Monocle with loaded bomb. Always keep in store some machine gun or lightning from Monocle. Okay. Oh, was ist denn da los? Alles klar. Ihr macht das schon. Ich will das hier haben. Nicht genug Geld gerade für, okay. Ja, wo sind denn hier die ganzen More Games? Nein, brauchen wir nicht. Ich würde gerne dieses komische Ding noch da bauen. Lalalalala. Ja, ist gut. Hier zu upgrade, okay, upgrade, yes. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt verkauft? Wer will denn sowas? So, egal. Machen wir einfach mal so, hier kommt die nächste Welle. So, ich glaube, es kommt nur von links. Ja, er schießt mit Kettensägen. Jung, sehr geil. Aber ich glaube, die macht dann doch mehr Sinn, wenn sie hier unten steht. So, dahin. Na komm, nächste Welle. Wir sind bereit. Wir werden euch besiegen. Ja. Yeah. Ja, das passt schon. Das sieht gut aus. Auf der anderen Seite auch relativ okay alles. Kaufen wir jetzt noch was dazu. Noch eine Heavy Gun wäre vielleicht noch was, oder? Sehr schön. So, dann gehst du am besten jetzt darüber und wir machen die Heavy Gun hier oben hin. Oh, brauchen wir gar nicht mehr. Oh, ist schon zu Ende. Ah, was können wir denn hier updaten? Mehr Damage. 2 Chance of Crit. Was ist das hier? 20% Fire Speed. Ja, das ist richtig. So machen wir das. So, dann gucken wir nochmal ins dritte Level rein. Jawohl, 3 Sterne. Oh ja. 24.000, okay. 24, dann kaufen wir noch 3 hiervon. Und stellen die strategisch günstig auf. Ja, oder wir machen 2 davon. Komm hoch. Und eine Heavy Gun. Und gucken dann einfach, wo gleich das Schlimmere kommt. Und dann schieben wir die hin. Sieht beides gleich aus. Können wir einfach nach da machen. Okay. Okay, und den auch noch. Okay, sehr gut. Jetzt würde ich gerne die nächste Welle sehen, aber irgendwie, ja, wie lange brauchst du denn da? Wenn du auch noch draufklicken, kriege ich auch nochmal Geld, okay. Ach ja. Kaufen wir direkt noch eine Heavy Gun, die stellen wir dann natürlich hier hin. So. Dann ist schon alles gut. Oh, jetzt schon die ersten Zahnräder da unten, mein Gott. Das ging ja schnell. Dum, 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 dum. Okay. Zack, schnell klicken, mehr Geld. 10.000, okay. Wir machen so eine Tesla-Spule, so eine Lightning. Stellen wir einfach mal dahin. Ja, was auch immer. Klick hier vor was. Press and hold mouse to attack. Ach so.
alles klar. Oh, 23.000, alles klar. Lightning Gun, noch eine. Können wir irgendwas upgraden? Ah ja, Upgrade. Kann man hier auch upgraden? Ach, ich hab kein Geld mehr. Okay, verstehe. Also mehr als drei auf jeder Seite geht wohl nicht. Jetzt kommt die letzte Welle. Ach, die letzte Welle. Das ist die letzte Welle. Oh ja, das ist die letzte Welle. Oh mein Gott. So. Oh, die nächste Welle. Auf jeden Fall ist es nur einseitig. Ja, ich gebe mal Punkte für das Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Die sind doch jetzt hier fertig, ne? Ich habe meinen Zettel nicht, wo ich meine Punktevergabe draufstehen habe. Ich kann also raten, wie die Sachen aussehen. In welcher Reihenfolge ich das mal mache. Nicht so günstig gerade. Egal, wir machen das einfach mal. Wir haben normalerweise als Kriterium, glaube ich, Musik. Und für Musik, die ist stimmig, die ist im Hintergrund, die stört nicht weiter. Beziehungsweise die ist richtig gut sogar. Ich gebe für die Musik, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht, so viel, 4 Punkte. Musik gleich 4 Punkte. Kommen jetzt hier noch Gegner? Ja. So, die schmoren wir einfach mal weg hier. Was ist denn da für ein Punkt da? Man weiß das schon. Kann ich da was hinstellen? Ne. Gut, kaputt ist es. Egal. So, für Geräusche. Es gibt einige Schussgeräusche, die Kanonen machen grundsätzlich alles andere Geräusche. Die Fahrzeuge machen, glaube ich, auch ein bisschen Geräusche. Gerade dieses Supergeräusch hier beim Update gibt es auch Geräusche. Also es gibt schon irgendwo genug Geräusche. Auf jeden Fall würde ich für Geräusche auch 4 Punkte geben. Oh, Entschuldigung. So, fürs Aussehen, genau. Aussehen kommt dann, Aussehen. Nochmal reingehen kurz. Also der ganze Steampunk-Schalt ist schon geil gemacht. Man sieht so richtig so wie so ein altes Kino hier oben, dieses alte Radio, die Musik, die da läuft. Also das ist einfach nur von Stimmung. Und hier das Aussehen, einfach dieser Turm, der ist einfach richtig, ja, der sieht schon noch was aus, ne? Ist nicht so einfach da hingeklatscht. Ja, jetzt tue ich mir natürlich schwer. Was mache ich denn jetzt mit euch hier? Also mit den. So, ich gebe fürs Aussehen 5 Punkte einfach. Nein, das ist kein beweglicher Hintergrund. Kann ich nicht machen. Das wäre unfair anderen Spielen gegenüber. Ich gebe 4 Punkte fürs Aussehen. So, Idee und Umsetzung. Es ist ein Tower Defense Spiel, aber. Oh shit. Dann nützen mir die gar nichts, oder? Aber der zumindest. Super. Komm her. Komm ganz schnell her. Ganz schnell. Cell. Machine Gun. Komm her. So, ja, deswegen Idee und Umsetzung. Ich finde das klasse, das ist immer was anderes, dass man hier mit einem Turm quasi arbeiten muss und den mit verschiedenen Sachen aufrüsten muss. Dazu, dass es in der Steampunk-Zeit ist, ist auch eine geile Idee. Ich gebe für die Idee und Umsetzung 5 Punkte und für den Spielspaß. Ja, Tower Defense-Spiel macht an sich immer Spaß. Jetzt geht's ja bald aber an die Wäsche hier, wenn ich da noch mehr auf der Seite komme. Joi, jetzt ist hier, das Level ist auch gar nicht mehr so einfach jetzt. Muss man ja mal dazu sagen, das ist, so, jetzt haben wir da noch eine zweite Kanone, das wird schon was. Okay. Kommt direkt die nächsten. Ja, also Spielspaß gebe ich auch 5 Punkte. Mir macht es Spaß, ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. So, dass wir zusammen 4 plus 4 plus 4 plus 5 plus 5 haben, das macht zusammen 22, richtig? 5, 10, 14, 18, 22. Immerhin, 22. Und wenn wir 22 durch 5 teilen, dann haben wir 4,4. 20 durch 5 ist 4 und dann bleiben 2 übrig, das sind 4,4, genau. 4,4, also macht das 4 Sterne für dieses Game. Oh, ich sollte mal hier, ich habe nicht aufgepasst. Egal, ja, das war's für dieses Reingeschaut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten. Like doch das Video, wenn euch das Format an sich gefällt, also auch wenn das Video schlecht ist oder sowas, aber wenn das Format an sich gut ist und ihr es öfter sehen wollt, dann like doch mal das Video. Wenn das Video an sich auch noch gut war, dann teilt es doch, damit das auch andere Leute was daran von haben. Wenn ihr es besonders schlecht fandet, dann teilt es doch, damit die anderen Leute sehen, wie schlecht ich bin. Moment. Naja, ihr versteht schon, ne? Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.